Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Dark Souls. Ich bin schon ein paar Meter weitergegangen, habe mich auch ausrüsten lassen, habe hier dieses Magieschild, weil wir jetzt nochmal gegen die fantastischen Vier kämpfen. Auch bekannt als die Vier Könige. Und ich war auch nochmal zurück beim, beim Feuer, um da ein bisschen aufzuräumen, und ich hoffe, jetzt hier kommen wir besser klar, denn ich erinnere euch damals, als wir mit dem Dolch gekämpft haben, da war das Ganze nicht so prickelnd. Was dieser Ring darstellt, den Ring habe ich eigentlich ausgerüstet. Also sollte kein Problem da sein. Man sieht, glaube ich, der Schuh. So, ich hoffe, das passt so. Ja. Wo ist er? Ah, da. Okay. Ach komm. Okay. Die Strategie war schon mal ziemlich falsch. Also mit der Sense mache ich vielleicht den meisten Schaden, aber ja. Es läuft nicht so wie gedacht. Nicht wie gewünscht. So, dann nehmen wir das Ding. Dann nehmen wir das Schild. Wenn wir nah dran sind, können wir wahrscheinlich eh auf das Schild wechseln. Oh, haben wir hier eine Abkürzung gefunden. Jetzt müssen wir uns nochmal da durchkämpfen. Das wird ein Spaß. Blöd, dass hier unten nicht irgendwie Wasser ist oder irgendwas, dass man sich auch unterstützen kann. Oder dass man unten nicht wenigstens den Aufzug hochschicken kann. Das wäre super. Aber das geht ja nicht. Sobald man hier drauf ist, müsste man sich beeilen. Oh, würde das gehen? So, Knopf hoch. Ja, perfekt. Dann sparen wir uns da auch noch eine halbe Minute. Gefühlt. Tja, das war also unser erster Versuch mit den neuen Bewaffnungen, mit der besseren Bewaffnung. Wenn das... Ja, ich werde jetzt eine Folge aufnehmen insgesamt. Wir dürften ja nicht zu lange brauchen, um zu den Königen zu kommen. Ich habe ja genügend Abkürzungen im Kopf. So, jetzt kommen erst zwei Geister. Geist 1, Geist 2. So, Waffe wechseln, weil jetzt kommt der Ritter oder diese komischen dunklen Ritter. Okay, das hat etwas zu viel abgezogen, aber naja, was soll man machen? So. Immer etwas warten, weil die grauen Brocken sind schon wertvoll. So, dann können wir hier hin. So, genau, das dachte ich mir. Oh! Oh, okay, dass die beiden auf einmal auftauchen, das ist nicht geplant. Und natürlich sind jetzt 10 Menschlichkeit futsch, die ich beim... Ich darf die Dinger nicht unterschätzen. 10 Menschlichkeit sind jetzt futsch. Aber naja, ist nicht schlimm. Ich weiß, wie man die farmen kann. Und ich habe
Wie ihr seht, keine Menschlichkeit parat. Aber ich hab schon Menschlichkeit gefarmt. Und solange wir da sind, können wir auch wieder den Schlangenring tragen. Das macht das Ganze ein bisschen eleganter. So. Hier ein bisschen abkürzen. Ja, im ersten Moment brauche ich die Sense, weil die zwei Geister kommen. Dann die Klinge, weil die Sense nicht schnell genug ist. Und das wird wahrscheinlich auch das Problem gegen die Könige sein. Die Sense ist nicht schnell genug. Sie hat die Reichweite, aber nicht die Stärke. Nicht die Geschwindigkeit. So, den Wanderfluch. So. So viel Schaden macht er mir nicht, aber da kann ich nachher einen Flakon nehmen. So. Okay, oder ich hätte den Ring auch anziehen können, aber... Also den... einen der ersten Ringe, die wir je hatten. Gut, wenn man ihn von hinten den Rücken nicht erledigen kann, dann eben so. Okay, das sind drei Geister? Wo kommt denn der dritte immer her? Naja, egal. Hauptsache alle besiegt und ein grauer Brocken. Das ist gut, da kann ich die Sense, glaube ich, dann endlich fertig aufrüsten. Zack. Eine graue Scholle wäre mir lieber, wenn ihr das mal droppen würdet. Aber man kann ja nicht alles erwarten. So, den mache ich jetzt noch. Wegen der eben ausgesprochenen grauen Scholle. So. Anders. Gut. Okay. Damit haben wir unsere Seelen wieder beisammen. Und mal sehen, ob es mir gelingt, wenn ich in der Mitte hier runter hoppel. Puh, das war knapp. Nein! Oh Mann! Ich Vollpfosten, ich hab den Ring vergessen. Okay, das ist natürlich wieder super. Den Ring zu vergessen. Na gut, dann bloß nicht oben bleiben. Das wäre auch fatal. Aber so sparen wir uns richtig Zeit. Ich meine, wir müssen den Aufzug im Prinzip nur einmal dann fahren. So. Ah, okay, ich dachte schon. Okay.
So, das hat auch die Reichweite. Deswegen passt das so perfekt. Okay, das kann man kaum verhindern. Aber das kann man durchziehen. Und so. Noch ein grauer Brocken. Okay. Das ist der beste Move, den du machen kannst. Okay. Gleich getötet, das ist auch eine Seltenheit, aber ich glaube, ich habe ihn mit der Sense einmal erwischt. Perfekt. Auch nichts gedroppt. Ich glaube, die besten Chancen hat der da. Aber egal, wir killen einfach so viele wie möglich. Und erfreuen uns dessen, dass wir da unten noch ein paar Seelen haben. So. Aber ich muss sagen, wir hätten es geschafft. So. Perfekt. Ah, verdammt. Aber ich habe schon gut Schaden gemacht erstmal. Aber leider nicht gut genug. Und das ist das größte Problem daran. Ich bin mir nicht sicher, wie ich diesen Schaden erhöhen kann. Ich habe ja die Waffen schon ziemlich weit geschmiedet. Gemeinde der Untoten. Also es ist schon ein... ich werde dieses Blutkatana vielleicht mal basteln. Dazu muss ich in meine bodenlose Kiste gucken, ob ich da irgendwo noch ein Katana habe. Nee, so. Zerbrochenes Schwert, da ein Falkon, ein Krummsäbel war's. So. Und den schauen wir mal, was wir alles aufwerten können. Wir haben ja jetzt auch ein paar graue Brocken. You seem to be doing all right. Need anything forged? Waffe verstärken, was haben wir? Achso, wir haben keine Seelen.
Wir könnten den Krummsäbel aufwerten, wir könnten die Sense aufwerten. Wir haben keine großen Scherben mehr. Wir können sogar das ändern. Ja, sieht wohl so aus, als müssten wir A, Seelen sammeln und B, müsste ich mir irgendwie etwas einfallen lassen. Weil das größte Problem an dem Ganzen ist ja, bei denen muss man einfach Schaden hauen. Aber ich bin nicht, ja, ich habe eine scheiß Skillung. Die ist nicht gerade sehr tauglich. Für sowas. So, jetzt haben wir zumindest mal ein bisschen was. Wie einfach die geworden sind. Selbst bei dem Schild hau ich schon 10 Schaden raus. Okay, ich habe Schaden genommen, aber wir haben 1000 Seelen. Nun gut, werde ich wohl gucken müssen, was zu tun ist. Hoffentlich finde ich eine gute Lösung. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!